Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von Joker911. Das ist schon jetzt die sechste Sniper-Location, die ich euch zeige. Und zwar befinden wir uns jetzt hier in Caimanes. Das ist im Norden der Karte. Und da suchen wir uns die SR-25. Ist eine Schnellschuss, also eine halbautomatische Sniper auch. Dieses Dorf oder diese Basis, die Caimanes Basis, befindet sich im Nordosten. Und ich habe jetzt eigentlich recht Glück, dass hier in diesem Haus, wo dieser Sniper liegt, gar kein Gegner ist sozusagen. Es kann sein, wenn ihr da hingeht, dann ist das Haus komplett umzingelt sozusagen. Dann sind da überall Wachen. Ich habe jetzt einfach Glück, das ist mein zweiter Versuch. Ja, und gegenüber im Haus ist nur einer, da vorne ist nur einer, der Rest ist da vorne überall in diesen Aufenthaltsräumen. Aber das ist eigentlich egal. Die Sniper kommt eigentlich recht weit, hat eine hohe Reichweite. Durchschlagskraft ist auch ganz gut, nicht wie HTE oder MSR, aber ist schon stark und lohnt sich auch die Waffe. Mit dem passenden Visier kann man damit super Kills machen und super verdeckt arbeiten, würde ich jetzt mal sagen. Und hier seht ihr nochmal die Location, die genaue Location, wo diese Karte, also wo diese Waffe ist. Und dann öffnen wir sie einfach mal. Ja, da seht ihr das schöne Gewehr. So, dann packen wir die mal rein. Ihr seht, Schaden ist jetzt nicht perfekt. Naja, Durchschlagskraft ist doch nicht so gut. Reichweite und was war das andere jetzt nochmal? Hab ich vergessen, sorry Leute. Ja, auf jeden Fall ist die Waffe lohnenswert. Ich wünsche euch noch viel Spaß und lasst ein Like da, ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein. Ciao.